Mönchengladbach gehört nach wie vor zu den Mannschaften, die da ganz vorne reinkommen können, auch von ihrer Qualität der Einzelspieler. Haben sie jetzt sicherlich eine große Durststrecke gehabt, was die Ergebnisse anbelangt. Aber ich sehe sie absolut auf Augenhöhe mit uns. Auch wenn sie jetzt tabellarisch ein bisschen weiter hinten sind, sind 6 Punkte von uns weg. Da brauchen wir einfach 90 Minuten eine Top-Leistung von der Konzentration und dürfen auch nicht nachlässig werden. Man muss sich ja nur überlegen, nach dem Spieltag, wenn man gewinnen würde, wären es bei verbleibenden 8 Spielen 9 Punkte Abstand zu Mönchengladbach, zum absoluten Mitkonkurrenten um diese Plätze. Das wäre ein Wahnsinnsschritt nach vorne. Ich erwarte jetzt nicht, dass jeder Juhu schreit, wenn er mich sieht, aber letztendlich, glaube ich, geht es den Mönchengladbacher um ihre Mannschaft und um das Bundesligaspiel, und ich spiele da eher eine periphere Rolle, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen, der dann pfeift. Ich erwarte jetzt keine Tomaten, aber das Spiel sollte im Vordergrund stehen und man darf auch nicht vergessen, was passiert ist in Mönchengladbach. Dafür habe ich mich entschuldigt und habe den Hohn und Spott zu Recht ertragen.